Willkommen zurück zu Let's Play Crysis, kommentiert von Black Hand. Und, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir ein paar Vietnamesen und Koreaner über den Haufen geschossen haben mit unseren letzten Kugeln. Wir haben inzwischen neue, keine Sorge. So, wir steigen mal ins Fahrzeug ein. Wenn es am Anfang leckt, ihr wisst Bescheid, Fraps am Anfang, es beißt sich. So, ja. Aber im Moment scheint alles gut zu gehen. So. Ja. Ich war heute wieder Autofahren. Ich find's so schön. Da ist jemand. Wo bist du? Da. Da. Komm schon. Und wir haben die Palme über den Haufen geschossen. Und von hier kommt Feuer. Und es kommt von überall Feuer. Wir steigen mal aus. Und gehen in den Stealth-Modus. Weil im Moment haben wir ja keine Chance. Vom Auto raus her. Und das sind jede Menge. Ein Koreaner, zwei Koreaner. Zwei Koreaner. Naja, wir stellen mal kurz auf Vollautomatik. Damit wir die über den Haufen schießen können. Ah, und da hat sich auch noch einer versteckt. Das war's aber noch nicht. Falls ihr euch fragt, wieso zielt ihr nicht auf den Kopf? Ich schieße mit Vollautomatik nie auf den Kopf. Ich weiß nicht wieso. Boah, ich bin in einen scheiß Feuermodi gegangen, wieder auf Einzelschuss. Vollautomatik noch. Wenn ich in Vollautomatik auf den Kopf schieße, dann eher unbewusst. Fragt mich nicht wieso, ist halt so. Jeder Mensch hat seine Macken. So. Ein 30-Schuss-Magazin, nicht gerade sehr toll. So, und wir fahren weiter. Ich frage mich, wieso die direkt wissen, dass hier ein Gegner drin sitzt. Obwohl, die haben Augen im Kopf und da steht ein Auto. Nun ja, wir fahren mal weiter. Hier ist ein Boot. Da ist die Straße. Scheiß Lenkung. Und ich sehe kaum was. Wisst ihr, was schön ist an dem Spiel? Guckt euch das an. Ja. Wer es sieht, ich schieße gerade die Scheiben raus. Und die letzte will nicht. Nun ja, und ich sehe direkt viel mehr. So kann ich viel besser fahren. Und Kontrollpunkt, da leckt es ein wenig. Weil er dort Sachen auf die Festplatte schreibt. Sie nähern sich einem Gebiet mit starker Feindaktivität. Halten Sie den Ball flach. Wenn Sie sie entdecken, fordern Sie Unterstützung an. Okay, das heißt wohl, wir sollten in den Stealth-Modus gehen. Denn wir wurden schon entdeckt. Ein wenig Abstand nehmen. Wieder auf die Panzerung zum Aufladen. Wir sind voll gesichtet. Tarnfeld aktiviert. Ein bisschen Luft vergehen lassen. Und da hinten lag eine Splittergranate. So, ich hoffe, uns sieht man hier nicht, wenn wir kriechen. Können wir unseren Anzug ein wenig aufladen. Und da liegt noch eine Splittergranate. Das sehen wir ja so schön auf den Anzug. Durch unser Visier. Wir können wieder aufstehen und schleichen uns ein bisschen voran. Feuermodi wechseln, nachladen. Ne, ins Wasser will ich nicht. Ich mag kein Wasser. Boah, das ist schlecht. Nun ja, wir schleichen uns trotzdem mal vorwärts. Trotz Tarnungsverlust und ich bin gerade aus Versehen gerannt. Ich habe wegen einem dummen Spiel, was ich seit vorgestern spiele, leider jegliches Gefühl für die Standardtasten verloren, weil dieses Spiel so eine Scheißeinstellung hat. Also erstmal wieder dran gewöhnen. Shiften ist Rennen und Steuerung ist Ducken. Bei dem Spiel ist es nämlich genau andersrum. So, neuer Anlauf. Da gehe ich nicht hin. Splittergranate. Kleiner Wumms, macht aber mächtig Aua, wenn sie trifft. So, wir haben noch jede Menge Energie. Ich versuche einfach mal einen mit ins Grab zu nehmen. Das war nix. Nachladen. Stealth-Modus. Also im Stealth-Modus ist das Spiel echt wirklich Baby. Wie daneben. Das war ein Volltreffer. Voll auf die Birne. Komm schon. Ich weiß, er sieht uns, aber ist nur einer. Ich bin noch hier.
optimale Panzerung. Din, 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 din. Oh, ein bisschen unfair sind wir schon. Aber sie sind mächtig in der Überzahl. Wenn die Leute sich jetzt selbst gesprengt haben... Nee, leider nicht. Die wären ziemlich dämlich gewesen, meiner Meinung nach. So, weiter vorwärts. Und wir sind wieder gesichtet. Noch ein bisschen runter jetzt sind wir außerhalb der Sicht. Sie wissen von unserer Anwesenheit und das war's. Da hinten sind ziemlich viele, wenn ich mir das so angucke. Ich glaube, wir sind auf ein Nest gestoßen. Maximale Panzerung. Ich werde kein Rambo hier im Spiel machen. Das finde ich ziemlich unlogisch, dass man auf einer Ein-Mann-Mission im Moment so auf Rambo machen würde. Also mache ich das auch nicht. Ja, und ich brauche eine Deckung, damit ich mich mal kurz enttarnen kann zum Aufladen. Ich hoffe, man sieht mich hier nicht. Maximale Panzerung. Oh, er kommt zurück. Tarnfeld aktiviert. Es leckt wieder. Stehen wir drüber. Maximale Panzerung. So, und da hinten kommt ein Jeep gefahren irgendwo. Ich meine auf jeden Fall einen Jeep gesehen zu haben. Sie kommen auf Sie zu. Wieso sind hier so viele Feinde? Das ist doch blöd. So, ducken, aufladen. Maximale Panzerung. Und Leute, seht euch wieder die Grafik an. Es ist wunderschön. Da wünscht man sich gleich hier zu sein, am Strand zu liegen und einfach ein bisschen zu sonnen. So. Im Wasser verlieren wir leider sehr viel Tarnung, fällt mir auf. Krebse! Ui, wir können Krebse nehmen. Nimm den Krebs. Okay, das wird jetzt ein bisschen tierquälerhaft. Werf den Krebs. Oh. Nee, er soll uns nicht sehen. Ach, du hältst an. Hi. Ja, das war's anscheinend hier an Gegnern. Wir nehmen mal seine Munition. Und gucken, was hier hinten ist. Das wird ja nicht umsonst hier stehen. Tut's aber. KVA-Boot. Mit ganz vielen Leuten drin. Tarnfeld aktiviert. Also man sieht schon, hier in dem Spiel geht Zeit dazu. Und es leckt. Aber Leute, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Jedes Mal, sobald ich Fraps gestartet habe, leckt es überall an der Aktion, die wir zum ersten Mal machen. Energiekritisch. Anscheinend. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Fehler ist, aber es scheint wirklich so zu sein. Und wir sind sichtbar. Tarnfeld aktiviert. Konnten uns aber noch retten. Ja, ich hoffe, wir können hier noch ein bisschen verweilen. Okay, jetzt wird's kritisch. Ich gehe schon mal auf Vollautomatik und gehe zum Angriff über. Anders geht's nicht. Und er hat uns schwer getroffen. Maximale Panzerung. Splittergranate aufs Boot. Ja, das bringt dir viel. Granate geht im Wasser hoch. Neue Aktion, Spiel leckt kurz. Es scheint wirklich so zu sein. Ich tarne mich mal. Oh. Ich bin kein Feigling. Ich verstecke mich nur gerne. Ich gehe jetzt hier hinten hin und... Enten? Enten! Enten! Ganz viele. Überall Enten. Quack, 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 peng. Quack, 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 quack. Peng. Das macht Spaß. Eindeutig. Nehmen. Maximale Stärke. Maximale Stärke. Oh, wir wurden gesichtet. Beim Enden weit werfen. So, hier an der Stelle muss ich jetzt gleich schneiden. Ich verkriech mich nur noch hinter den Steinen da hinten. Tarnmodus. Kriechen. Kriechen. So. Hier an der Stelle ein Schnitt.